So, jetzt muss ich keine Energie. Ach, der scheiß Generator, der schaltet sich immer ab. Jedes Mal. Okay. Und dann steht da ja auch dieser Serviceanhänger, den siehst du bestimmt. So, damit wieder hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von SnowRunner Dirt Road Truck Simulator. Ich kann nicht mehr sprechen. Folge 750, drei Viertel von der 1000 sind voll, Freunde. Und wir sind weiterhin im Koop-Modus unterwegs mit dem Link. Guten Tag. Hallo. Genau, wir haben in der letzten Folge quasi einen Rückschritt. Ist mein Motor gerade ausgegangen? Ich habe noch die Hälfte. Haben die das eingeführt, dass der nach einer Zeit ausgeht, oder? Stimmt, ich glaube, im Koop geht der, oder generell geht der nach einer Zeit aus. Okay, ist mir noch nie aufgefallen. Du hast ja genug Treibstoff dabei. Kann ich das machen, oder? Nein, solange er hinten bei mir direkt auf dem Fahrzeug drauf ist, kann nur ich das. Okay. Jedoch kannst du aus meinem Fahrzeug einfach das Benzin klauen. Ja gut, das mache ich jetzt mal nicht. Genau, das verstehe ich noch nicht so ganz. Wir haben hier diese Mission letzte Folge gemacht und haben die bestehende Brücke abgebaut. Also erschließt sich mir nicht, warum man sowas tun sollte, weil damit haben wir uns ja jetzt einen Zugang zu, wo auch immer diese Straße noch hinführt, weggenommen. Bin ich eigentlich ein bisschen dämlich. Aber gut, machst du nix. Wir fahren wieder zurück. Wir haben nämlich einen neuen Auftrag und zwar der Steinbruch. Wir müssen den Serviceanhänger und vier Ersatzteile für Bohrung zum Steinbruch transportieren. Und da eignet sich dieses Truck-Duo ja wunderbar. Du kannst ja den Serviceanhänger ohne Probleme hinten drauf koppeln, wa? Gut. Genau. Ich habe da noch den Generator zu stehen. Den kann man ja weiter ohne Probleme die vier Tor. Diese Bohrungsteile herstellen. Dann geht's dann zum Steinbruch. Aber krass, also wenn dann wirklich keine weitere Map mehr kommt in der siebten Phase, sind wir damit relativ flott fertig, würde ich behaupten. Wir sind ja jetzt schon bei 43% Fortschritt auf dieser Phase. Ja, das ist eine sehr kurze Phase. Da haben sich auch schon einige, fanden sich so toll, dass die halt wirklich nur so kurz ist. Also ich finde es fürs Let's Play natürlich schön, weil ich so dann die Chance habe, vor dem Release der achten Phase wieder die alten Phasen weiterzuspielen. Weil die habe ich zum Teil ja auch nur auf 50-60% bis jetzt. Ja, gut, das ist dann natürlich. Hingegen die letzten beiden Phasen habe ich bereits auf 100%. Also die habe ich eigentlich immer in der Frist hinbekommen. Gut, jetzt bei der sechsten Phase habe ich ein paar Wochen länger gebraucht, aber dann habe ich gesagt, die mache ich jetzt noch schnell fertig. Bevor ich dann mich auf die siebte Phase stürze. Und das war scheinbar auch keine schlechte Entscheidung, denn bis die achte Phase rauskommt, habe ich ja wohl mehr als genug Zeit, die hier fertig zu kriegen. Gerade wenn man dann jetzt ab und zu dann nochmal eine Koop-Session hinkriegt, dann geht es ja noch schneller. Wäre natürlich ganz geil. So, ich probiere mal mitzuhalten. Kann ich mich eigentlich auch ranhängen? Ja, geil. Da lasse ich mich jetzt richtig schön. Kann ich mir anfahren jetzt, oder was? Nein, ja, wenn auf einmal zu schnell Zug aufs Seil kommt, dann reißt es ab und dann ziehst du den davor, aber sehr weit zurück. Okay. Der verliert also mit einem Mal seine gesamte Geschwindigkeit. So, ich habe mich jetzt mal wieder dran gehangen hier für die Wasserstelle. Das ist genau das, was ich sehen möchte. Auch wenn man sich ranzieht, dann zieht man nicht sich selbst zu dem anderen, sondern den anderen, der davor zieht man wieder zurück, ne? Ja. Oh Gott. Das heißt, du müsstest eher an der Winde ziehen, oder wie? Das würde mich ebenfalls zurückziehen, das ist ganz echt. Ja. Aber daran sieht man auch wieder, wie strong der Six ist. Also das ist schon so ein kleiner OP-Truck eigentlich, oder? In sämtlicher Hinsicht. Der ist einer der stärksten Trucks im Spiel. So. Das ist ein
einzige Problem, was er halt hat, dass er sehr große Mittelkreis hat. Ja. Aber gut, das haben ja alle super schweren Trucks so ein bisschen, oder? Also ja, der Kolob, der... Den haben sie ja genervt. Mit irgendeiner Phase haben sie den leider genervt. Der hatte nämlich einen richtig guten Spritverbrauch und dann kam das Update und dann hat er auf einmal viel verbraucht. Fand ich schade. Ganz großer Absatz. Der hat eigentlich einen relativ kleinen Wendekreis, dadurch, dass die hinterste Achse. Hat der mit den 5 Achsen, meinst du? Ja. Ja, der ist nicht schlecht. Leider ist der aber vorne so flach. Ja, die Aktivfederung macht es ein bisschen wetter. Ach, hat er die jetzt? Also, mein letzter Stand ist ja schon ewig her. Ich habe den ewig nicht mehr gehabt. Die kam in der ersten Phase war die direkt dabei. Okay. Gut, ich habe den nur in den Originalphasen benutzt. Ach nee. Ich weiß es halt gar nicht. Nee, es war, glaube ich, die dritte Phase. Die zweite Schneephase. Ja, die zweite Russlandphase muss das gewesen sein. Ah, das ist. Ja, vierte. Phase 4 ist es dann. Ach, dann ist Phase 4. Amur, genau. Ja, ich hab da... Ja, die Map ist so broke gewesen, also so OP, die hat ja über 100 Aufgaben. Ich habe glaube ich 30 geschafft davon. Und dann kam schon Phase 5 raus, da hatte ich auf die Map auch echt keinen Bock mehr, weil die so riesig sind. Was mich dann immer aufregt ist, wenn man über 3 Maps fahren muss, um eine Aufgabe abzuschließen, weil man die Materialien von da holen muss. Dann muss man noch so einen Caterpillar zum Beispiel mitnehmen. Weil auf 2 Maps irgendwie keine Tankstelle ist oder so. Das ist alles echt nervig. Ja, der hat auch nicht den geilsten Wendekreis. Es gab dort auch so aber ein paar Tricks. Man musste ja dort auf der einen Map Stahlträger herstellen. Das hat mir, also, ich find's auch, das weiß ich nicht, was ich von halten soll. Mit diesem System, dass man die erst herstellen muss. Oder auf Phase 2 war es ja auch immer so, dass die Lager nur eine bestimmte Anzahl der jeweiligen Materialien immer da hatten. Und dann hast du Pech gehabt, dann musstest du die von irgendwo anders holen. Das war, glaube ich, auf Phase 4 ja auch so, oder? Das fand ich... Von Anfang an nicht da waren, musstest du erst herstellen. Ja, das auch noch. Ja, das war nicht so mein Lieblingsfeature, was die integriert haben. Aber an sich... kostenlos für Missionen welche gab. Okay. Ja. Für den Lieblingsmission hast du, glaube ich, 10 Stahlträger bekommen. Achso. Naja. Aber was ich cool fand, ist, was die Entwickler aus dem Game gemacht haben. Also ich weiß nicht, ob du die Vorgänger gespielt hast. Also Spin Tires und Mud Runner. Mud Runner hatte ich mir gekauft und Step Tire habe ich gespielt. Also ja, ich hatte Mud Runner geschenkt bekommen, weil Epic den mal verschenkt hat. Und Spin Tires hatte ich damals mal gekauft. Im Prinzip ist das gleiche Spiel. Deswegen hatte ich anfangs bei SnowRunner auch nicht so krass viel erwartet. Weil ich dachte, ja gut, vielleicht ein bisschen bessere Grafik und das ist es dann, aber... Ja, ich war im Irrtum. Also das Game ist ja vom Umfang her 1000-mal so hoch. Wie in anderen Games. Allein schon die Ladungsvielfalt bei SnowRunner, also bei MudRunner und bei Spin Tires gab es ja nur eine einzige Ladung, Holz. Das war's. Transportiere Holz von A nach B und damit ist die Map beendet. Das war's. Dann gab es irgendwie 6 Maps oder so. Ja. Aber ich glaube, MudRunner hat dann mit Updates, da gab es dann auch noch andere Maps und Mods und so. Aber SnowRunner hat ja mit seinem System einiges auf den Kopf gestellt. Verschiedene Anhängertypen, dann verschiedene Ladungen, Holz, Stahl. Alles mögliche. Mega. Es gibt zwar auch immer noch Stämme, aber... Ja, die haben sie aber auch erst später hinzugefügt. Die kamen doch erst mit Phase 3. Ja, die kamen erst später. Also die... Ja, das fand ich ganz geil eigentlich. Auch wenn diese Aufgaben halt sehr
zeitspielig sind, weil du halt immer nur eine Ladung transportieren kannst. Und dann will aber so ein Missionspunkt gleich drei lange Stämme, zwei mittellange und noch drei kurze haben. Du musst jeden einzelnen Stamm immer einzeln transportieren. Das ja, am Anfang auch, wenn das schwierig war, war, dass du die mittleren Stämme nur auf dem Anhänger transportieren konntest. Kurzen konntest du zwar direkt auf den Truck packen, aber die mittleren nur auf dem Anhänger. Das okay. Wurde jetzt auch, glaube mit der Farbe hier verändert. Achso, jetzt kann man die auch auf so einen Aufsatz tun. Da gibt es einen speziellen Aufsatz jetzt für mittlere Stämme. Ah, cool. Ja, das finde ich gut. Dann könnte man ja theoretisch zwei Ladungen transportieren, wenn man noch einen Anhänger hinten dran klemmt, oder? Ja. Und das ist dann, soweit ich weiß, auch eine der schwersten Ladungen im Spiel. Wie ist denn das? Also ich... Also ist die Ladung... Ich hatte ja schon aus diversen Livestream-Nachrichten und so schon erfahren, dass es da irgendwie so einen Index gibt. Das Spiel berechnet eine Zahl, eine Gewichtszahl anhand der Ladung, die du drauf hast, und das wirkt sich dann aufs Fahrverhalten aus. Ja. Ist das so? Im größten Teil wirkt es dadurch aus, wie sehr wie tief du im Matsch einsitzt. Ah, hier steht mein Zig sogar noch rum. Ein toller Truck. Ich wäre gewiss, dass du tiefer sinkst, wirkt er nicht an. Ah, krass. Ich hatte mich nämlich immer schon gefragt, ob das irgendwie einen Einfluss bringt. Ich hatte immer schon den Eindruck gehabt, aber wenn man es halt nicht safe weiß, dann denkt man sich halt, ja, könnte ja sein, könnte aber auch nicht sein. Nee, es macht tatsächlich einen Unterschied. Okay. Du bist doch, glaube ich, generell langsamer mit Skiern. Ja, ist auch logisch, macht ja Sinn, ne? Ja. Ja, seltsam, wenn du schneller werden würdest. Ja, na ja, gut. Na gut, bergab kann ich mir vorstellen, ne, wenn die Ladung dann schön zerrt. Boah, das war ja was, in Phase 2 diesen Hügel da hochzukommen immer. Weißt du, was ich meine? Im Norden der Map gab es auch diesen gigantischen Hügel, der noch mit Eis war, wo man dann hoch musste immer, um das Lager da zu erreichen. In dem Schneeteil. Eine schreckliche Stelle. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe da zum Teil mit einem Truck eine halbe Stunde gebraucht, da hochzukommen, weil der keine Kettenreifen hatte, und dann musste ich immer mit der Winde von einem Punkt zum anderen. Ja, gut, Schnee ist natürlich wirklich schwerer. Ich glaube, der Truck, der das am besten gemacht hat mit einem Anhänger hinten dran, war der Pacific P12. Der hat es am besten gemacht. Aber da gab es den Six ja auch noch nicht. Pacific hat aber auch, glaube ich, die Differentialsperre dauerhaft aktiv. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Ansonsten der P16, der war auch geil, aber leider hat er kein Allrad. Und das ist so das, was ihn dann da dazu bringt, dass es nicht klappt. Jeder Truck hat so seine Vor- und Nachteile. Irgendwann ging mir die P16 so auf den Geist, weil sobald es ein bisschen bergauf ging, ist das Ding überhaupt nicht mehr gefahren. Das ist recht stark, das weiß ich. Ja, meiste sind zwar relativ langsam, haben aber sehr, sehr viel Leistung. Welcher Truck? Hat was, also generell. Ich fand die jetzt nicht so überzeugend eigentlich. Also meinst du jetzt die neuen Trucks von der Phase 5? Von Ostdeutschland. Also der Tatra Phoenix beispielsweise. Nee, der Tatra Phoenix war gar nicht so gut, aber der andere war der große. Weil ich fand's eher umgekehrt. Ich hatte den großen getestet und der hat mir gar nicht gefallen. Und der Phoenix, der hat eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Man merkt erst, wenn man wirklich viel Ladung zieht, dass der ein Gewicht eigentlich wetzen kann, ohne Probleme zu bekommen. So, jetzt muss ich keine Energie, ach der. Der scheiß Generator, der schaltet sich immer ab. Jedes Mal. Okay. Und dann steht da ja auch dieser Service-Anhänger, den siehst du bestimmt. Ja. Deshalb will ich sowieso nicht runtergefahren. Ja, ich fahre jetzt aber trotzdem auch nochmal rum, um mich auch nochmal schön zu betanken. Das finde ich ja auch ganz gut. So, Generator eingeschaltet.
Okay, das ist gut. Ach, nimmst du die Schnelltankstelle? Ja, klar. Und ein Service-Anhänger wäre auch noch ganz geil. Ich meine, man muss ja nutzen, was das Game einem an Funktionen bietet, ne? Ja, das ist auch richtig so. Es gab ja tatsächlich mal ein, zwei Leute, die gesagt haben, macht das mal nicht und so, aber da denke ich mir so, komm. Man muss es nicht schwerer machen, als es ist. Was ist eigentlich mit diesen Trucks, die hier stehen? Kann ich die irgendwie noch benutzen oder stehen die jetzt hier die ganze Zeit rum und blockieren mir hier alles? Ich glaube, die stehen jetzt einfach die ganze Zeit rum. Weil das war ja eine Mission, die da hier hinzubringen, aber... Und da passiert nichts mehr. Ja, ja. So, Ersatzteile für Bohrung waren das, oder? Ja. Ja. Ihr Stück. Alles klar, haben wir. Laden wir so auf und dann können wir schon losfahren. Fracht verladen, Ersatzteile für Bohrung. Okay. Dann machen wir uns mal. Siehst du eigentlich, wenn ich Kontrollpunkte setze, sind die bei dir dann auch da? Nein, die sind nur bei dir da. Okay. Na gut. Der Steinbruch ist da hinten. Boah, da war einiges zu fahren. Okay, dann müssen wir da nach unten einfach weiterfahren. Dann. Mach mir erstmal da den Punkt hin und dann kannst du mir nochmal sagen, ob das da Sinn macht, abzubiegen oder nicht. Weil da habe ich auch noch nicht erforscht, die Straße. So. Dann warte ich auch kurz. Dann kommt da schon an, ihr düst. Aber funktioniert gut. Also gerade am Anfang hatte ich ja gelesen, dass es mit dem Multiplayer ziemlich Probleme gab. Und dass der wohl... Aber weißt du, was mich wundert? Hier ist halt ein Tunnel, ne? Deswegen hatte ich auch schon mal so ein bisschen drüber spekuliert, ob da nicht vielleicht doch irgendwie später nochmal eine zweite Map hinten dran geschoben wird. Weil die Map halt einfach Tunnel hat, die dann später benutzt werden könnten. Bei Phase 1... Oder bei irgendeiner Map war das ja auch so, dass dann später eine zweite noch dazu kam, oder? Also. Wir werden es wohl früher oder später erfahren. Sonst fände ich es halt auch einfach mega schade, weil gerade. Also zwischen der 6. und der 7. Phase ist ja schon wirklich viel Zeit vergangen. Wenn die jetzt nochmal sich so viel Zeit lassen für die 8. Phase. Und gerade auch so viel Zeit gebraucht haben und dann nur so eine vergleichsweise kleine Map auf die Beine zu stellen, dann, naja. Ja, dann soll man schon am nächsten Punkt mitarbeiten. Also die konzentrieren sich jetzt schon langsam auf die Nachfolger, ja. Okay, gut. Das ist aber auch nicht so ein richtiger Nachfolger. Ja gut, klar, ich meine, wenn man das Prinzip komplett, wenn man jetzt daraus ein Rally-Racing-Truck-Game macht oder so, dann klar. Dann sollte das auch nicht SnowRunner 2 heißen oder so. Ich glaube, das heißt Dakar. Okay, ja gut, das würde ja passen. Ach, wie gesagt, hier bin ich auch schon mal umgefallen. Ich sehe es ja gleich wieder kommen. Komm! Ich passe hier kaum durch, Alter. Jetzt. Ja. Schlüsschen. Nee. Bloß nicht. Ich bin im Low-Gang, Alter. Deswegen. Ich wundere mich, warum er so langsam ist. Nicht auf L. Du spielst auch seit Release das Game oder erst später geholt? Wahrscheinlich erst später. Als Steam kam er erst ein Jahr später, ne? Also, es ist bei Steve ja. Ich finde das so ein Kindergarten. Also, dass man sich da. Ist doch scheißegal, auf welchem Launcher. Ich verstehe nicht, warum sich da Launcher irgendwie ein Jahr lang Exklusivrechte holen, wenn man dann gezwungen wird, diesen Launcher zu benutzen. Das Jahr zu ich bin davor, ja.
Ist halt für YouTube immer ein bisschen blöd, ne? Du willst ja möglichst neue Projekte bringen. Ja, du wartest erst ein Jahr, bevor das Projekt kommt. Wäre halt eine Belastung, wenn du mit dem Let's Play erst ein Jahr später anfängst. Dann haben schon 500 andere Leute sowas gemacht, du brauchst gar nicht mehr anfangen. So, bis hierhin kommt der Trucker ganz gut durch. Hier steht sogar auch noch ein Tankanhänger rum. Ja, ich stehe hier ziemlich oft auf der Karte. Ja. Finde ich ganz nice. Wobei die Karte das theoretisch gar nicht nötig hätte, weil es gibt ja auch genug Tankmöglichkeiten. Also, da ist die Map auch sehr großzügig, deswegen gefällt die mir auch so gut. Also Maps, wo es halt keine Werkstatt und keine Tankstelle gibt, die sind halt einfach... Du bist halt relativ schnell lost einfach, wenn du nicht genug Tankanhänger oder so einen Caterpillar mit so einem Tankaufsatz mitnimmst oder so, keine Ahnung. Du bist halt einfach ziemlich schnell da und ja, danke. Ja. Da brauchst du halt auch die richtigen Trucks, wenn da so ein Voron oder wie der heißt, mit seinem Verbrauch da. Mit dem kommst du nicht mal auf die Map, ist der Tank schon leer. So, jetzt gleich müssten wir mal gucken. Da kommen wir nämlich zu einer Kreuzung hinter dieser Kurve, wo ich die Map noch nicht aufgedeckt habe. Da ist dann die Frage, ob wir dann links fahren können. Oder ob wir da lieber den rechten Weg außenrum nehmen. Kommt nicht so schwerfällig jetzt hier, aber... Auf dem Gebiet ist der Truck aber ganz gut vorangekommen. Also. Ja, hier ist es nämlich schon. Ich werde jetzt hier mal kurz warten. Dann kommen wir, glaube ich, direkt von oben in den Steinbruch rein. Also jetzt hier links weiterfahren. Ja. Weiter nach oben, ja. Weil da ist ja nicht aufgedeckt, ich weiß nicht. Hier sieht es halt auch gut aus, aber wahrscheinlich wird der Weg dann rechts rumführen. Dann würde ich, ja, dann lieber den. Eignet sich dann noch besser, allerdings muss ich scheinbar hier erstmal ein bisschen warten. Achso, du fährst jetzt hier. Ja, du bist gerade falsch abgebogen. Oh. Ja, ich wollte gerade sagen, darum, nee. Ja, ich setze mir die Wegpunkte und ich fahre dauernd falsch. Ich habe mir tatsächlich gar keine Wegpunkte bis hierhin gesetzt, nur den einen an der Kreuzung. Ja. Ich übersehe halt teilweise einfach die Kreuzungen, das ist halt okay. Problem. Irgendwann habe ich mich daran gewöhnt. Also ich fahre immer erstmal mit den Wegpunkten und irgendwann, wenn ich die Route dann zum fünften Mal fahre, lasse ich die Punkte einfach mal weg und probiere es dann so. Also dann weiter nach oben jetzt, ja. Ich war mal, dass wir zum Ziel kommen. Aber ich bleibe nochmal ganz kurz stehen, denn die Zeit vergeht wieder so schnell und die Folge ist wieder am Ende angekommen. Dann fahren wir nächste Folge weiter Richtung Steinbruch und können dann diesen Auftrag hoffentlich abschließen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.